Original oder Fälschung? Die Frage klären wir heute, beziehungsweise was ist besser? Das Lego-Original oder die China-Kopie? Oder wo liegen die Unterschiede? Das will ich heute mit euch rausfinden, Freunde, und zwar anhand dieses Modells hier. Das ist das 75532 Scout Trooper und Speederbike von Lego Star Wars. Ja, das habe ich hier in Original-Lego-Ausfertigung auch schon bereits gebaut. Eines meiner, ich glaube sogar mein allererstes Lego-Bauvideo hier auf dem Kanal. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Dort könnt ihr euch das gerne anschauen. Das hat mich damals wieder so zum Bauen gebracht, das Teil hier. Und hier haben wir nochmal die Originalbox. So wird es angeliefert. Eine große Box mit großem Aufdruck. Sieht alles schön und schick aus, so wie man das von Lego her kennt. Und dann habe ich mir jetzt mal, als ich das gefunden habe, die Kopie geholt von China. Und die kommt ja in der Verpackung hier. Das ist schon ein Unterschied, vor allem auch von der Größe. Also die Lego-Box, die ist mal eben doppelt so groß, wie sie sein müsste, aber kein Problem, das kennen wir ja schon. Dann haben wir bei Lego natürlich noch eine große Anleitung mit dabei, mit Lego, Star Wars, Typenbezeichnung und natürlich einem guten Druck. Und wir haben dann noch eine, ja, Anleitung natürlich auch bei der China-Kopie und die auch die ist, wie man hier sehen kann, ein gutes Stückchen kleiner. Aber der Aufdruck, ja, der ist einfach mal hier rauskopiert und ja, im Prinzip vorne abgeschnitten. Da kann man das schön sehen. Also das haben sie etwas zusammengestutzt und wir schauen uns die gleich nochmal ganz nah beieinander an. Hinten übrigens, ja, auf der Original-Lego-Anleitung sehen wir noch ein paar weitere Lego-Star-Wars-Sets. Tja, und hier auf der, ja, ich weiß gar nicht, was für eine Marke das ist. Es steht nämlich nichts dabei. Auf jeden Fall endet die hinten mit der Teileliste. Tja, und so sieht dann eben noch das, ja, noch gepackte Modell aus hier von unserem chinesischen, ja, Klemmbausteinhersteller. Ich kann euch nämlich gar nicht genau sagen, welcher Hersteller das ist. Ich zeige euch das mal eben. Als ich das hier gefunden und gekauft habe, da steht mal dabei Le Wei Huan Star Wars Kaiser Storm Scout Trooper Speeder. Hat nur 13,88 Euro gekostet. Und das mal im Vergleich, jetzt hier bei Amazon zahlt man für das Originalset hier knappe 60 Euro. Und das für knapp über 400 Teile. Also wir vergleichen 60 Euro zu 13 Euro oder wenn man es vielleicht irgendwo im Angebot findet, 40 Euro zu 13 Euro. Auf jeden Fall mal Original gegen Kopie. So, jetzt schauen wir uns mal hier die Anleitungen noch aus der Nähe an. Und wir beginnen einmal hier mit der Originalanleitung. Ich zeige dir euch mal kurz, wie die von innen aussieht, wie hier die Druckqualität ist. Ganz Lego-typisch ist das alles gut. Mit kleinen Bauabschnitten wird hier erklärt, wie zusammengebaut wird. Lässt sich alles wunderbar verstehen. So, dazu im Vergleich die Kopieanleitung. Auch die schauen wir mal kurz durch und auch hier ist die Druckqualität, ja, ich würde sagen, ein klein wenig unschärfer als im Original. Moment, ich gehe mal hier eben auf die gleiche Seite, dass wir das vergleichen können. Und da kann man das sehen, wenn man ganz genau hinschaut. Hier ist die Druckqualität nicht ganz so klar und ganz so sauber wie hier, also etwas weniger aufgelöst. Und auch vor allem, schaut her, das ist kleiner gedruckt. Also das könnte unter Umständen für den einen oder anderen ausschlaggebender sein, dass das hier etwas kleiner gedruckt ist. Die ganze Anleitung ist eben zusammengeschrumpft, aber dennoch finde ich, ist hier alles gut erkennbar und ja, sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man da gut mit bauen. Wobei, es sieht hier schon sehr abgeschnitten aus. Schaut mal her, hier sieht es doch aus, als wird da was fehlen. Bauabschnitt Nummer 60, ich suche mir den mal hier schnell raus. Die 60 und will mal schauen, was das dann für ein Bild hier ist. 59, ja, da kann man es, ja, natürlich, da kann man es ganz deutlich sehen. Da wurde hier ja nur noch das Wesentliche gezeigt. Also Bauabschnitt Nummer 60, da haben sie eingekringelt, was hier dran gebaut wird und ja, hier geht eben der Pfeil noch drauf. Und vor allem hier unten ist er abgeschnitten und hier ist noch alles zu sehen. Also die haben hier echt am Material, am Papier gespart und haben natürlich hier Bauabschnitt 60 ist bei Lego eine komplette Seite. Genau wie Bauabschnitt 61 eine komplette Seite. Und da werden insgesamt verbaut 1, 2, 3, ja 4 Teile auf zwei ganzen Seiten. Wahnsinn.
Ja, hier geht natürlich ein bisschen mehr ab. Da haben sie insgesamt 1, 2, 3, 4 Bauabschnitte auf eine Seite draufgepackt. Und das spart natürlich ganz erheblich an der Seitenanzahl. Da haben wir nämlich nur 46 und 178 Bauabschnitte. Und dann haben wir natürlich hier 183 Bauabschnitte. Und hier enden wir mit, das waren aber weniger, 178 Bauabschnitten. Wie haben Sie das denn gemacht? Haben Sie hier mal 5 Bauabschnitte einfach weggelassen? Was mir auch auffällt, ist, dass hier die Farbe, ja, die sieht etwas anders aus. Schaut euch mal das Braun hier an vom Speederbike. Das ist hier bei der Kopie rechts ein gutes Stückchen dunkler und hier ist es etwas farbenfroher. Genauso wie hier hinten diese Laserstrahlen und das Gelb, das ist hier verwaschener und hier mit viel mehr Farbe. So, soweit mal dazu und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn es hier zusammengebaut wird. Aber ich würde mal sagen, ein interessanter Überblick, wobei ich euch echt nicht sagen kann, von welchem Hersteller diese Steine hier sind. Vielleicht kommen wir beim Bauen da noch irgendwie dahinter, was das sein könnte. Auf jeden Fall, ich habe die bei AliExpress gefunden, von den verschiedensten Herstellern oder die verschiedensten Brandings, aber mit keinen konnte ich richtig was anfangen. Aber ich kann euch so schon mal sagen, wenn ich mir das Teil hier mal anfühle und dann hier das Original von Lego, das fühlt sich hier auf jeden Fall massiver an als das Ding hier. Na egal, ich werde es jetzt mal zusammenbauen und dann vergleichen wir Original gegen China-Kopie. Ich bin gespannt. Erster Zwischenstopp und die Frage ist, wer ist wer? Original, Fälschung, Original oder hier die Fälschung? Na, könnt ihr es sagen, Freunde, mal ganz ehrlich. Ich sage, man kann es erkennen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Also, das hier ist das Original und das ist die Fälschung. Und ihr seht vielleicht auch schon, das Weiß ist hier unterschiedlich. Das Original hat ja ein saubereres, weißeres Weiß als hier die Lippin. Oder nee, es ist ja keine Lippin, als die China-Kopie. Ich komme mal etwas näher ran, dann könnt ihr das sehen. Die, ja, die chinesische Kopie, die ist irgendwie ja ein bisschen gelblicher geraten als hier das Original. Aber ich sag mal, wenn man es jetzt nicht nebeneinander sehen würde, würde es einem wahrscheinlich nicht auffallen. Aber ja, wenn man es so genau sieht, dann ja, fällt es eben doch auf. Schauen wir uns mal die Gesichter hier an, der Helme oder die Helme besser gesagt. Die sehen von vorne schon sehr ähnlich aus. Hier gefällt mir sogar die China-Kopie fast etwas besser als das Original von Lego, zumindest von vorne. Denn wenn wir mal hier auf diesen Bereich achten, der ist bei der Lego-Kopie hier komplett grau mittendrin und nur hier unten haben wir so einen schwarzen Stöpsel oben drauf und hier der Visor, der ist glänzend, ja, sieht völlig in Ordnung aus. Und dann nehme ich hier mal die Kopie etwas näher ran und da seht ihr, dass hier nicht alles grau ist, sondern da ist noch ein bisschen mehr Schwarz mit drin und das ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt es so ehrlich gesagt ein klein wenig besser, wobei man hier auch ja direkt sagen muss, hier ist ein Qualitätsmangel. Ihr seht hier die Farbe, die ist nicht sauber aufgetragen, die deckt hier nicht komplett und ja, also vom Design her besser, von der Verarbeitung her schlechter und der Visor hier, der ist matt, also der glänzt nicht so wie der hier. Der hier ist glänzend und upsala, der hier ist matt. Einen weiteren Unterschied sieht man am Kopf, wenn ich das mal zur Seite drehe, hier bei der Kopie, seht ihr hier, dieser Punkt, der ist hier einfach nur aufgedruckt. Und bei dem Original von Lego ist der nicht nur aufgedruckt, sondern der ist ja in der Form, da ist eine extra Form drin, eine Vertiefung und dann natürlich auch noch bemalt. Und mal hier im direkten Vergleich, einmal gedruckt und einmal mit Originalform. Außerdem sind die Spaltmaße hier natürlich ja wesentlich unschöner geraten, kann man besonders hier oben sehen. Wenn ich das so ein bisschen drehe, da haben wir einen deutlichen Spalt und das finden wir hier bei dem Original nicht, denn da ist das irgendwie viel, viel sauberer zusammengebaut. Schauen wir uns noch die Rückseite einmal an. Da sehe ich jetzt keine großartigen Unterschiede. Beide haben hier einen Aufdruck hinten drauf. Wobei, wenn ich mal ganz, ganz genau hinschaue,
Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte sein, dass die Kopie da ein bisschen unsauberer wieder gedruckt ist. Und natürlich, die Farben passen nicht hundertprozentig. Ansonsten finde ich da keinen großen Unterschied. Und obendrauf sieht das auch sehr ähnlich aus. So, bleiben wir direkt mal hinten. Ja, das passt alles soweit, würde ich mal sagen. Da sehe ich keine signifikanten Unterschiede, was jetzt hier das angeht. Wobei, wenn wir hier mal auf die Beine schauen. So, das hier ist die Kopie und ihr seht das Schwarz hier, diese schwarzen Beinelemente, diese Paneele. Meine Güte, ja, die sind mal wieder megamäßig verkratzt und die glänzen auch nicht so schön. Und hier Original Lego, ja, da ist nichts verkratzt. Der Trooper hier, der kommt frisch aus der Fabrik und das glänzt natürlich ja, wesentlich schöner und sieht einfach viel, viel besser aus. Also da ganz klarer Sieg hier für das Original im Vergleich zur Fälschung. Da sieht das im Original viel besser aus. So, so, ansonsten hier weiter hier unten, ja, da sehe ich keine großen Unterschiede. So von den Gelenken her, na, bleib mal stehen, ja, wenn ich die mal so ein bisschen bewege, ja, dann geht das hier etwas ja, schwergängig, aber muss es ja auch sein, damit die auch einen festen Halt haben, wenn man die Figuren hinstellt. Und hier bei der Kopie, wenn ich das auch mal vergleiche, da geht es am Anfang etwas schwerer, allerdings so im, ja, in der weiteren Beugung geht es dann etwas leichter, wobei das auch gar kein Problem ist, sondern die haben genauso einen guten Halt und die lassen sich hier genauso gut positionieren, die Gelenke, wie auch hier bei dem Lego Original. Eine Sache habe ich noch bemerkt, ich habe mich hier bei meinem Original verbaut. Ja, damals hier, die Platte hier, die habe ich falsch gebaut, denn die muss hier so hoch, denn das geht ja übers Knie drüber. Also das muss ich nachher nochmal umbauen. Schauen wir uns mal den Druck hier auf dem vorderen Panzer an oder hier auf dem vorderen ja, Brustbereich. Da haben wir erstmal ja, das Ganze ziemlich detailgetreu kopiert, würde ich sagen. Also hier beim Original und auch bei der Fälschung haben wir fast keine Unterschiede, aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man hier eben doch die Unterschiede. Ich gehe mal mit euch nah ran. Das hier ist das Original. Schaut euch mal den Druck an, wie das hier aussieht mit den Falten, die hier mit eingearbeitet sind. Auch hier mit den Falten passt alles und ganz hier unten haben wir diese kleinen Striche mit den Pfeilen. Und wenn wir jetzt mal hier bei der Kopie anfangen, hier unten, ja, ihr seht schon, da ist der Druck verrutscht, also hier der Strich mit den Pfeilen, das ist nicht da, wo es sein soll, sondern ist dann quasi schon hier unten über die Kante drüber und da sieht man, es ist nicht viel verrutscht, vielleicht nur einen Millimeter, aber ja, da sieht man eben schon den Unterschied, ansonsten auch hier die Falten alles drin, die Linien sind alle drin und so von der Qualität des Druckes her nicht ganz so schön, aber auch nicht allzu weit weg vom Lego Original. Von daher ist das schon mal ganz gut geraten. Also ihr seht schon, es gibt Unterschiede, Freunde. Allerdings muss man teilweise schon sehr, sehr genau hinschauen, um diese erkennen zu können. Hier habt ihr nochmal die beiden Füße der Kopie und des Originals. Kann man gut unterscheiden, hier durch meinen Baufehler beim Original. Und dann, ja, der größte Unterschied sind tatsächlich hier die Beinpaneele, die einfach nicht so schön aussehen bei der Kopie als beim Original. Ansonsten halten sich die Unterschiede hier doch stark in Grenzen und ja, ist ganz gut nachgebaut. Ich muss aber sagen, man merkt beim Bauen deutlich, deutlich einen Unterschied zwischen den nachgemachten günstigen China-Teilen gegenüber von den Lego-Teilen. Die fühlen sich hier einfach oft schon leichter an, ja, hohler an und weniger substanziell, weniger stabil als die Originalteile. Da merkt man bei diesem Set hier im Gegensatz zu Lippin, also da merkt man diesen Unterschied auf keinen Fall so extrem. Hier merkt man den Qualitätsunterschied doch schon recht deutlich. So, soweit zu unserem Scout Trooper. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Schauen wir uns mal an, wie weit ich hier unser Speederbike gebaut habe. Das hier im Hintergrund ist das Originale. Ja, ich bin noch nicht so weit gekommen. Das hier ist die Kopie. Ihr seht, wir haben ganz, ganz viel Technikpinne hier verbaut und das hält alles. Also lässt sich ganz ordentlich verbauen. Das hält alles auch, aber man merkt hier deutlich, dass es qualitative ja, Abstriche gibt. Auch hier bei diesen Pinnen,
Die fühlen sich sehr, sehr dünn vom Material stellenweise an und sehr leicht, haben oft auch irgendeinen Grat noch dran, den es beim Original nicht gibt. Die klicken nicht so schön, aber sie halten. Das muss ich sagen. Sie fühlen sich nicht besonders hochwertig und robust an, aber sie halten. Und das Halten ist ja hier immer noch das A und O. Genau das gleiche gilt auch hier bei den Liftarmen. Ja, die sind ein bisschen verschrammelt, ein bisschen vermackt. Sie fühlen sich etwas leichter an, würde ich so sagen, vom Handgefühl, als die Originalteile. Aber alles ist soweit im Rahmen. Hält, lässt sich verbauen, alles okay. Also, hier haben wir ein Original Lego Liftarm. Da sieht man schon, der glänzt schön und der sieht einfach besser aus als hier diese China-Kopie. Aber noch mehr ist es eben hier die Haptik, wenn man das anpackt. Es fühlt sich einfach nicht so schön an. Wie man das eben gewohnt ist hier von Lego oder auch von den hochwertigeren Kopien, die es aus Fernost schon gibt. Aber wie gesagt, das Bauen funktioniert und soweit passt das alles schon. Jetzt bin ich gespannt, wie hier der Rest noch zusammenzubauen ist. Vor allem hier vorne bei den Teilen, habe ich eben schon erwähnt, da merkt man deutlich einen Unterschied. Aber ich habe schon zu viel gequatscht, jetzt baue ich das Ding mal noch zu Ende und unterbreche nur, wenn mir was Gravierendes auffällt. Ich bin nachher mal gespannt, wie hier der Shooter funktioniert, original gegen Fälschung. Ja, wo er wohl weiterfliegt oder ob er überhaupt überall fliegt. Wir werden das herausfinden. Jetzt wird weitergebaut. So, Freunde, Abrechnung. Wer macht hier wen fertig? Original oder Fälschung? Sie liegen hier ganz schön stark im Clinch, wie man sehen kann. Denn beide haben Vor- und Nachteile, aber dennoch gibt es einen eindeutigen Sieger. Hier stehen die fertigen Speederbikes. Das vordere ist die China-Kopie, das hintere ist das Original von Lego. Und jetzt gehen wir bei denen nochmal die Unterschiede durch. Und es gibt ganz eklatante und ich fange mal mit den Vorteilen hier des China Speederbikes an. Und zwar ist mir da aufgefallen, Freunde, es gibt keine Aufkleber. Hier ist jedes Teil bedruckt und bedruckt und bedruckt und hier hinten auch bedruckt. Na sowas, wie geht denn das? Das sollten Sie vielleicht mal Lego verklickern, denn bei Lego ist hier ein Aufkleber, kann man hier sehen, sieht auch nicht allzu toll aus, der Braunton, der passt nicht richtig. Tja, und hier haben wir einen Aufdruck und der ist qualitativ in Ordnung, würde ich mal sagen. Und dann die obere Fliese mit den Kontrollteilen hier bei Lego, Aufkleber, ja. Sieht okay aus, aber auch hier der Braunton, der passt nicht richtig. Bei der China-Kopie haben wir einen Druck. Sehr schön, wobei, so richtig schön ist er nicht hier. Der ist sehr unsauber gedruckt, da ist die Farbe ausgegangen. Aber immerhin ein Druck. Von daher, der sieht auch in 10 Jahren noch so bescheiden schön aus wie jetzt. Und wie der Aufkleber dann aussieht, das können wir uns dann vorstellen. Die Seitenpaneele, auch hier Aufkleber bei Lego. Auch hier der Braunton passt nicht richtig. Und bei der China-Fälschung haben wir einen Aufdruck. Auch da passt aber der Braunton vom kompletten Panel überhaupt mal gar nicht richtig. Denn schaut euch mal die Braunton-Unterschiede an. Hier vorne von dem Teil zu dem Teil. Das haben wir hier schon öfters. Und dann schauen wir uns noch das Hinterteil an. Dort haben wir auch hier beim Lego-Teil große Aufkleber, die hier aufgebracht werden. Kann man hier sehen, ein bisschen staubig schon. Das fällt jetzt hier von dem Unterschied beim Schwarz nicht großartig auf. Das sieht in Ordnung aus. Aber dennoch haben wir hier wiederum einen Druck. Und das geht schon schwerer hoch als hier das hier. Den kann man wunderbar schön bewegen bei Lego. Hier bei der Kopie, da kann ich das ganze Bike umwerfen und hochheben fast. So stramm sitzt das hier drin. Aber ich wollte euch ja zeigen, auch hier ein Druck. Allerdings alles schön verkratzt und verschrammelt. Also, das mit den Drucken finde ich auf jeden Fall viel, viel besser als diese ganze Aufkleberflut, die hier Lego immer abfeuert. Aber ja, so kennen wir die Freunde aus Billund ja mittlerweile. Ansonsten, Farbunterschiede zwischen den verschiedenen braunen Tönen und den verschiedenen Teilen. Das gibt es auch bei Lego. Dieses Teil hier ist ein gutes Stückchen heller als diese hinteren Paneele oder auch das Panel hier.
Ja, also da haben wir einen deutlichen Farbunterschied, aber die halten sich sonst in Grenzen. Die übrigen Teile haben relativ ja den gleichen Ton. Da gibt es also nur hier von dem großen Formteil zu den kleineren Teilen hier irgendwie einen Farbunterschied. Da sieht es hier vorne schon ganz, ganz anders aus. Angefangen hier bei der Spitze. Hier, dieses Teil ist wesentlich dunkler oder ja, hat einen ganz anderen Braunton als hier oben das bedruckte schon mal zum einen. Dann natürlich der Braunton auch hier zu da, der passt mal sowas von gar nicht. Aber hier geht es ja noch viel weiter. Ja, schaut euch mal das hier an. Dieses Seitenpanel, das bedruckte, ist ein ziemlich rotbraunes Braun. Und das gleiche Teil auf der anderen Seite, ja, ist mal ein ganz anderer Farbton, würde ich mal sagen. Jetzt von hier oben betrachtet sieht man das, die beiden, die passen vom Farbton her ja mal sowas von gar nicht zusammen. Also das sieht dann bei Lego doch schon mal einheitlicher aus. Dann haben wir hier bei Lego diese Liftarme hier, diese braunen, ja, die passen ja ziemlich gut hier zu den anderen Brauntönen. Und hier, nee, mal sowas von gar nicht. Da haben sie einfach mal einen ganz anderen Braunton geholt, der irgendwo noch rumgelegen hat. Nochmal ein anderer, also wir haben einen, zwei, drei, vier verschiedene Brauntöne schon mal hier hinten verbaut. Ja, dann geht es weiter. Beim restlichen Bau hier hinten sieht es dann schon mal etwas besser aus, etwas einheitlicher. Und ja, hier hinten wird es wieder etwas interessanter von den Brauntönen. Da seht ihr, haben wir wieder zwei, drei verschiedene. Und mal der Popo vom Speederbike von Lego. Ja, da sieht das schon mal ein bisschen weniger zerklüftet aus, was jetzt hier die Farbtöne anbetrifft. Also da ganz deutlich einige Unterschiede. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehe und ihr schaut euch mal hier die Schläuche an und hier die Schläuche. Ja, der Nichtfarbenblinde hat es erkannt. Bei Lego sind die Schläuche schwarz und hier bei unserer Kopie, dort sind sie silbern. Ja, haben sie einfach mal silberne Schläuche verbaut. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ist halt Geschmackssache, aber ich drehe die ganze Chose mal etwas um, dass man das hier schöner vergleichen kann. Dann haben wir hier diese kleine, ja, ich weiß nicht, so eine Turbine, auch da mit einem schwarzen Schlauch beim Original. Und auch hier bei der Kopie haben wir die Turbine mit einem silbernen Schlauch. Naja, soweit eigentlich nicht so schlimm. Aber jetzt kommen wir zu einem Bereich, Freunde, der ist mal richtig schlimm. Schaut euch mal hier den Shooter an. Das ist der Original Lego Shooter. Und ich schieße mal. Jupp, der ist ganz ordentlich weit weggeflogen. Da hinten liegt er. Und jetzt haben wir hier den Shooter unserer Lego-Kopie. Und Vorsicht, Freunde, ich drücke mal ab, ganz voll in die Kamera rein. Und ja, da passiert gar nichts, denn der rastet hier nicht einmal ein. Wenn ich den Pfeil hier, also oder das Geschoss hier reindrücke, ja, das arretiert überhaupt gar nicht. Also das Ding ist mal komplett im Eimer und ich habe es schon hier mit dem Ersatzpfeil auch probiert und sogar hier mit dem Original Lego-Pfeilen. Funktioniert nicht. Also der Shooter hier vorne dran bei der Kopie, den könnt ihr mal total in die Tonne treten, Freunde. Das hier, das ist ein kindersicherer Shooter. Also da passiert nichts, da geht nichts ins Auge. Da wurde mal ganz, ganz groß auf Sicherheit gebaut. Oder man könnte sagen, das Ding ist einfach im Eimer. Naja, okay, soweit dazu. Shooter, Vollausfall. Tja, und einen weiteren Ausfall muss ich hier leider bei den Fußstützen vermelden. Hier bei dem Original haben wir hier hinten die Fußstützen. Da hinten kann man sehen, einmal rechts, einmal links, wo dann die Füße von unserem Stormtrooper oder Scout Trooper, die wirken sich ja immer noch, ja, wo die dann drauf positioniert werden. Und hier haben wir, ja, wo ist er denn? Da ist gar nichts. Also hier auf der rechten Seite habe ich gar keinen Fußhalter dran bauen können, da die Teile dort gefehlt haben. Und auf der anderen Seite, ja, da ist das hier viel zu lang. Da war hier eine viel zu lange Achse mit dabei. Also ich habe hier nur eine Fußraste. Und ich zeige euch nochmal hier die Teile, die übrig geblieben sind. Also daraus kann ich so eine Fußstütze, wie wir sie hier sehen, auf keinen Fall bauen. Ich habe es mal hier versucht, aber mir fehlt eine Achse, mir fehlen andere Teile. Und ja, da ist einfach beim Abpacken irgendwas schiefgelaufen. Eine Fußachse oder eine Fußstütze zu lang und eine, ja, glänzt völlig mit Abwesenheit. Also da muss man mal ganz deutlich sagen, ja, noch ein weiterer Totalausfall. So, aber bevor sich hier die Kollegen jetzt weiter würgen, setze ich sie nochmal aufs Speederbike und dann schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht in Flugposition.
So, beide Kollegen sind aufgesattelt. Hier die China-Kopie, hier Original Lego. Und ja, man sieht, sie sitzen eigentlich beide relativ gut im Sattel, auch wenn hier unser Mann aus China ja hier hinten das Beinchen einfach mal ein bisschen anheben muss, denn er hat ja hier keine Stütze unten drunter. Ansonsten ja, lässt er sich auch gut hier drauf positionieren. Passt. Hier die untere Stütze, die ist halt zu lang und ja, geht hier bis zum Boden runter. Ja, ansonsten geht in Ordnung. Kann man machen, man kann sie vielleicht am besten dann ganz abbauen, aber ich will es gar nicht schönreden, da fehlt ein ganzes Teil von diesem Set hier, das ist Murks und das darf nicht sein, auch wenn es nur 15 oder 13 Euro kostet. Nee, das geht mal gar nicht. So, er kommt mal hier zur Seite in deine Shame-Ecke und wir haben unseren Original Lego Scout Trooper dann hier aufsitzen, der sitzt fest im Sattel. Hält sich gut fest und hat einmal hier seine Fußstütze und genau das gleiche dann nochmal hier auf der anderen Seite. Also stabiler sitzt auf jeden Fall der Lego-Kollege, aber fliegen können beide. So, kommen wir mal zum Fazit, Freunde. Natürlich, wir müssen bedenken, wir haben hier große Preisunterschiede, allerdings auch große Qualitätsunterschiede. Wer nun mal kurz was bauen will und irgendwie was Star Wars-mäßiges sich dann ins Regal stellen will, der kann meiner Meinung nach hier durchaus zum, ja, zur China-Kopie greifen für 13 Euro. Seid euch aber dafür bewusst, Spielwert von der Kanone ist 0. Ihr müsst damit rechnen, dass Teile fehlen, dass die Farben nicht so schön sind, dass es Farbunterschiede gibt, dass die Teile ziemlich vermackt und verkratzt sein können und ja, dass auch manche Teile nicht in der richtigen Farbe dann dabei sind. Ansonsten, der Bauspaß, der ist durchaus gegeben. Manche Teile waren ein bisschen schwer zusammenzudrücken, aber im Endeffekt hält hier alles ganz gut. Ihr seht, ich kann das auch hier hochheben. Das ist also nicht großartig instabil, dass da Sachen abfallen. Von daher geht es schon in Ordnung, auch wenn man deutliche Qualitätsunterschiede zum Original von Lego hier feststellt beim Bauen. Und bei Lego hat man natürlich hoffentlich auch nochmal einen Sammlerwert später und die deutlich bessere Qualität. Wobei ich Lego ganz deutlich sagen muss, Freunde, hört doch mal mit diesen Aufklebern hier auf. Macht Drucke drauf. Das kann hier jemand für 13 Euro in China machen. Wieso könnt ihr das nicht machen? Diese Aufkleber finde ich einfach nicht gut bei Lego. Ansonsten, klar, das bessere Set ist das Lego-Set qualitativ absolut überlegen. Aber wer nur ein bisschen Star Wars haben will, ein bisschen was bauen will, keinen Wert auf Wertzuwachs legt, der kann auch hier zur China-Kopie greifen. Also, ich hoffe, das war jetzt ein recht deutliches Video, Freunde. Ist natürlich nicht repräsentativ. Es gibt so viele Klemmbausteinhersteller in China und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ja, wer das hier gebaut hat. Und ich kann euch sagen, ich habe hier ja schon eine ganze Menge aus China und aus Fernost gebaut und die Sachen sind ganz, ganz häufig qualitativ echt auf einem guten Niveau. Vielleicht nicht immer auf Lego-Niveau, aber ganz, ganz nah dran und die werden vor allem auch immer besser. Von daher nehmt das nicht als generellen Vergleich von China zu Original-Lego, sondern einfach nur mal als Beispiel, wie es schlecht gemacht wird im Vergleich zum Original aus Billund. So, Freunde, das wäre es gewesen. Ihr findet beide Links übrigens hier unten in der Videobeschreibung. Ja, wer hier mal ja, für 13 Euro sich einen Scout Trooper bauen will oder vielleicht den hier als Stunt-Double benutzen will. Ich sag mal, hier so ein 60-Euro-Set würde ich jetzt, wenn ich irgendwie ein Lego-Filmchen drehe, vielleicht nicht an die Wand fahren lassen. Aber hier für so 13 Euro Stunt-Double, ja, könnte man schon mal machen. Macht's gut!